Hallöchen, Servus und herzlich willkommen zu Folge 12, 12 von Saints Row The Third mit Eni und Herrn Unterberg. Mm. Herr Unterberg trägt die Waffe der Wahl, eine 50-Kilo-Kanone, die als Phallus-Symbol dient. Au. So, geht's noch, Röstchen? Ist ich komme nicht im Haus an dir vorbei, na, weil auf, du so breit bist. Oh. Und du gehst so langsam. Mein Gott, bist du böse. So böse. Hörst du auf? Ich dachte nicht, dass ich noch das Leid junger Menschen sehen könnte, wenn ich die Kanone auf sie richte. Ich fühle mich wie neu geboren. Chuck, 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 chuck. Bam. Sogar gesagt, it's good to be the best. Ach, man kann laufen. Oh, das sieht ja super aus. Sieht auch ein bisschen aus, als hätte aufs... Kann ich auch durch? Ja, aber ich hab doch da meinen Schutz. Keine Angst! Unterberg hat dickes Bum-Bum. Ja, du bist schon lustig und ich sterb dann wegen dir, nur weil du da durch musst. Du hättest ja auch von unten schießen können. Unterberg schießt niemals von unten. Naja. Mag vielleicht auch Gegner noch töten. Ach so, jetzt wird sich beschwert, weil ich die Gegner kill. Ja. Na. Doch. So, meine Quet. Doch. Wieso denn? Ja, weil ich auch was machen will, sonst ist das Spiel für mich sehr langweilig. Ja, schieß ruhig. Ja, ich gehe einfach. Tschüss. Da kommen wir auf den Haufen. Du kommst auch. Das ist ein wahrlich gutes Argument. Das muss ich dir lassen. Da hier. Jetzt baller. Ja, lass mich doch. Muss laden. Alles gut? Nein. Was? Wieso? Nichts ist gut. Ach, okay. Falscher Weg. Drama. Im Hintergrund hören wir genau zum falschen Zeitpunkt jetzt eine Waschmaschine piepen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt... Hoffentlich hört man es nicht. Unsere Wäsche ist fertig. Zum absolut falschen Zeitpunkt. Ist doch nicht zum falschen Zeitpunkt. Da drüben sind noch Gegner. Warum tötest du die denn nicht? Wollen wir erstmal schauen müssen, ob hier irgendwas drin ist? Begebe dich zur Büro von dem Manager. Piep, piep macht's im Hintergrund. Piep. Kommst du mal mit rein? Ich war ja da schon lang drin, aber du kamst ja nicht. Wir müssen ja hacken. Jemand muss hacken. Ich weiß nicht, wer hackt. Ach ja, Shanti. Die kleine Hackerin. Da kennt wohl jemand seine Hackordnung. Haha, Wortspiel. Oh Gott. Ich hasse mich selbst. Schießt du bitte nicht durch mich hindurch? Ich schieß über dich hinweg. Wäre dir sehr dankbar. Über vom Unter. Ja, ja. Tumuke. 5 Clowns gefrühstückt heute Morgen. Ja. Ganz geschwind. Boah, hör auf zu piepen, du Kack. Wie lange macht's du das jetzt, Eni? Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie so lange piepen lassen. Aber ich glaube, man hört es aber nicht. Du brauchst auch jetzt nicht so böse sein zu unserer Waschmaschine, die deine Wäsche so sauber wäscht. Die Waschmaschine hat uns beinahe mal ein Loch in die Wand geschlagen im Schleudergang. Ach, Quark. Du warst dabei. Das war aber nur durch falsche Handhabung. Ja, das stimmt allerdings. Die hast du falsch aufgebaut. Nimm Powder aufs Korn. Wie viel kriegen wir? Oh. Das lasse ich mal eingehen. Sexy Hexy. Wo ist mein Auto? Warum ist das nicht mehr da? Warum verschwindet eigentlich immer mein Auto und dein Auto nicht? Liebe. Piep, piep. Du kannst dir Bargeld wiederholen. Du weißt gar nicht, andere hören das bestimmt gar nicht. Ich kann doch trotzdem piep, piep sagen. Jetzt bin ich wieder reich. Jetzt kann ich mein Auto weiter tunen. Wollen wir vorher noch eine Mission machen gleich? Ich möchte mein Auto bitte Schleich dich. Was ist denn eigentlich in den Lauf. Oh Gott. Ich mach schnell eine Mission, ja? Was hast du gemacht? Ich nenne sie das belgische Problem. Wo ist mein Auto? Komm mit rein. Komm ins Auto. Dein Auto stinkt. Sport. Mein Auto stinkt? Das stinkt erst, wenn du mit deinem blöden Nuttenparfum da einsteigst. Jetzt steig ein. Gib dir gleich Nuttenparfum am Arsch. Mufti Eleganti. Jetzt fahr lieber. Ist das der Auto? Wo? Wieso steht da dein Auto? Ich weiß es nicht. Steig aus. Raus aus meinem Auto. Ich will auch gar nicht mit dir mitfahren. Mein Auto stinkt. Oh, jetzt hast du mich überfahren, du Arsch. Kannst du auch mir mein Auto kaputt zu machen? Komm mit. Nee, Entschuldigung. Florian Entschuldigung. Haider. Komm jetzt. Werd echt grantig. Pichi. Nein, nix Pichi. Pichi, komm gleich rüber und gib dir einen Arschtritt. Versuch's doch, versuch's doch. Ja. Pichi.
Was? Oh nein! Und versehentlich auf Nito gedrückt. Vorsicht, Eni. Ja, vor lauter dich verfolgen, habe ich auch nicht auf die Karte geschaut. Und dann fährst du auch noch falsch. Aber nur ein bisschen. Ja. Pidgey. Es piept gar nicht mehr. Jetzt bin ich traurig. Ja, aber es hört ja auch irgendwann auf, genauso wie die Spülmaschine irgendwann aufhört. Stell dir vor. Ach du. Ich weiß schon, warum mein Auto einfach immer irgendwo stehen bleibt, weil du immer so schnell da reinfährst. Ach, das daran lag's. Entschuldigung. Mhm. Oh, schau. That's a little big for you. Give me the goddamn gun, Pierce. Okay. Alright, let's give that motherfucker what's coming to him. Old Man Rage. Yeah. Bei mir ist es immer ein bisschen zeitverzögert zu dir. Das macht nichts. Na dann. Gott, wenn er nicht so hässlich wäre. Aber das hat was. Ich glaube, ich bin nicht nur Wrestler, ich bin auch ehemaliger irdischer Boxer, Golden Gloves Champion. Oh je. Das wird auch auf sexy passen. Und jetzt? Syndikati-Turm. Wähl schon mal deine Waffe aus, aber ich glaube, das muss nachher eh nochmal. Muss ich jetzt wieder mit... Ich fahre mit meinem. Ist das meiner? Wieso stehen jetzt zwei von deinen... Nee, da hinten steht dein Auto, gell? Ich will aber jetzt mit dem Lilanen fahren. Okay. Steig bei mir ein, Jungs. Geht dich das was ein? Nein. Was? Geht dich das was an? Nein. Da hat jemand Naschi Schwammerl gefressen. Ganz genau. Nix. Fährst du wieder falsch? Nein, warum? Ach, so halt, so halt. Die Vermutung liegt nahe. Schauen wir mal, wer eher da ist. Du wahrscheinlich. Was, ich bin dabei, mein Begleiter. Warte, stopp, stopp, stopp. Warum? Wieso ist sie jetzt nicht mitgefahren? Oh nein. Warte. Warum darf ich jetzt nicht? Wir haben ein Shandy-Problem. Moment. Das Rennen. Weil es wahrscheinlich nur zwei Sitze hat, dein blödes Auto. Shandy, steig. Ah, das gibt's Sinn. Ach Gott, Shandy, du bist... Soll ich zurückkommen? Nein, nein. Fahr durch. Fahr ohne mich. Nimm mal dein anderes Auto. Shandy, steig ein. Ja, ich habe ja schon. Ach so, nein, ich habe ja deins genommen. Ich bin so dumm. Gott. Ich bin dumm wie klein... Knecke im Boot. Ach Gott, jetzt... Ich... Schauen die. Ja, gibt es jetzt nur noch zwei Sitze in dem... Warte mal, stopp, 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 bleib da. Ist das... Ja, sag... Doch, jetzt. Oh, nein, entschuldige. Nein, nein. Es kann nur eine Viertelstunde dauern. La, 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 la. La, la. Ja, schau, jetzt. Hammer's. Also, wenn da Johnny nicht einbaust, dann weiß ich es nicht. Wo ist Shandy? Ist Shandy jetzt drin? Shandy? Ja. Hast du es jetzt alle? Oh Gott. Ja. Sicher. Ja. Es dauert trotzdem eine halbe Stunde. Warum? Mal, der blinkt sogar. Tut es die anderen auch? Blinkt dein Auto beim Abbiegen? Ich habe noch nie drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Beziehungsweise wahrscheinlich, wenn es GPS anzeigt, wo du hin musst. Vielleicht ist es noch so ein Signal. Ein Gimmick. Oh, schon wieder an der schönen blauen Donau. Machst du weiter? Was? Nein. Auf keinen Fall. Ach ja, du bist wohl angekommen. Yes, baby. Schön, dass ich jetzt nicht weiß, wohin muss, weil jetzt mein GPS weg. Okay, ich bin durch. Warum ich kam? Du kamst doch aber auch immer zu mir. Ja, so grob kann ich, finde ich schon. Sag ich jetzt mal, okay. Ist das eine Seitenstraße gewesen, oder? Was? Ist das eine Seitenstraße gewesen? Wie meinst du? Wie du meinst? Direkt an der Hauptstraße, oder muss ich irgendwo rein? Du musst oder? Wo rein, ja. Es wäre auch nett, wenn du kommst, weil sonst... Up the shut fuck, du bist ja einfach rein. Ja, weil du auch, weil ich auch immer einfach zu dir komme. Aber bei mir klappt's immer. Kann ich hier rein, oder? Also, siehst du doch, wo ich auf der Karte... Bist du da Treppen hochgegangen? Ich bin in eine Einfahrt hochgefahren. Okay.
Ja, was soll ich sagen? Es ist so. Dicke Lippe, Fräulein, dicke Lippe. Ich muss mich hier gerade verteidigen, okay? Keine Zeit für deine blöden Sprüche. Ist auch nett, dass du mich dann auch noch überfährst. Ich? Natürlich hast du mich überfahren. Dein Familienvan. Ja, sag mal. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Wieso denn bloß? Warum denn nur? Ich erschieße auch Zivilisten, Mann. Böser. Egal. Das ist ja das Schöne bei dem Spiel. Du musst ja nicht scheißen. Au! Ja, sag mal. Schießt er auf den alten Mann? Auf den alten, hübschen Mann? Darf das wahr sein? What is inside? Oh, dicker, dicker Typ. Dicker Schlägertyp. Aua, aua. Wo denn? Oh. Ich sehe doch niemanden. Ich habe alle Gliedmaßen verloren. Ach, da. Au. Achte aber darauf, die anderen Gegner vielleicht noch. Ich habe ihm in seinen Pipi geschossen. Du hast ihn in seinen Pipi geschossen? Ja. Und der hüpft dann auch genauso lustig umeinander. Echt? Ja. Okay. Ja, sonst hätte ich das doch nicht gewusst, dass ich ihn versehentlich da getroffen habe. Oh nein. Granati. Nein, er bleibt da, Depp. Ich hab doch einen Granati. Oh ja. Oh ja. Und jetzt? Und jetzt? Oh, aua. Vorsicht! Da hat's was explodiert. Dich mach ich scharf, Bombi. Begib dich zur Fabrik. Zur Fabrik. Da, mir nach bitte. Mir lang bitte. Wo bist du denn? Wie bist du dahinter gekommen? Treppe hoch. Wo geht's denn deine Treppe hoch hier? Achso, da bist du Treppe hoch. Rufe den Aufzug. Treppchen hoch, Treppchen runter. So, und jetzt, das war nicht. Another day, another fight. Ja, du. Hat's gesagt. Ja, mit deinem breiten Kreuz. Was? Möchtest du mir etwas sagen? Ja, Fleischberg, du stehst im Weg. Ja, ich hab. Fleischfrau. Ja, brav erschossen, da kannst du jetzt nichts sagen. Das stimmt allerdings. Wenn ich schon mal treff, dann hör auf, mich zu diskriminieren, bitte. Diskriminieren? Ja. Weil ich so fett bin. Du bist nicht fett, du bist. Muskulös. Ja, Muskelmama. Kann man da jetzt eigentlich drauf schießen? Passiert dann was? Nee. Mike? Ich glaube ja, ich spinne ein wenig. Tschüss. Kommst du? Ja, der war noch. Der hat noch gelebt. Der hat. Da sind noch Gegner. Ja, ich sehe da oben. Ach, da muss ich erstmal. Die laufen immer und wenn Gegner so viel laufen, dann kann ich sie nicht treffen. Mit bewegenden Zielen habe ich es nicht so. Schön, wie es alle komplett nicht checken, dass ich hier oder dass wir hier. Oh, oben, Eni. Oho. Oh nein. Aua, da war ich zu nah dran. Das war ich. Das warst du, ich glaube bei dir. Ich wollte dir nur helfen. Du weißt, dass ich jetzt gestorben bin wegen dir. Was? Nee. Doch. Was? Wo? Ja, ich komme wieder. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich hin muss. Der aber verfolgt mich. Das ist jetzt deine gerechte Strafe. Piers brennt. Sag mal, alles ich glaube, bei chaotisch dir brennst, du Behinderte. F-O-T-Z-E. Hör auf! Was? Nicht du. Seid ihr unten, so, oder was? Huh? Ja, da wo halt der große Brocken ist, was machst denn du um? Ich erschieße der Gegner, die dich abschießen von oben. Das ist schon mal gut. Gut. Kann jetzt erst ein Tanker da hinten eigentlich nicht einfach in die. Ah, schau an. Der I am. Sehr gut. Den hat er aber schnell erledigt. Ich nehme den Einäscher da.
Was hat sie für ein Problem? Wollte Opernsängerin werden. Meinst du? Nein, ich bin nicht sicher. Müssen wir jetzt wieder hoch oder wie oder was? Schaut's aus. Ja, das schaut's aus. Ach, Opi. Auf Zeit mit dir. Schau, wie der schnaufen muss. Ja, das musst du aber schon auch verstehen. Also, wenn ich einmal so alt bin und dann einen Escher da trage, dann möchte ich nicht, dass mir so schnell die Kondition ausgeht. Und jetzt? The hell is all this? People. Philip likes his things custom made. And for his brutes, I am the master pattern, you see. Why are you still strung up if they already cloned your ass? The copies are flawed. They have my brawn, but not my brain. I can help you. The last time a big naked dude said he could help me, it did not end well. What could he do anyway? Those wires and shit are probably keeping him alive. Trust me, I'm still strong enough to kill Philippe. Ich nenne ihn Bodo. Der nackte Bodo. Pipperl Bobo. Bodo. Oder Pipperl Berti. No time. No time. Scheint eh nicht groß zu sein. Wie meine Wiener. Oh Gott. Was denn? Ja, über sexuelle Dinge sprechen ich und Eni nicht. Eni und ich nicht. Denn vor der Ehe gibt es einen Spaß nicht. Nein. warte mal kurz. Ich würde sagen, wir unterbrechen hier. Und sehen uns in der nächsten Folge. Ne? 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 Okay, dann bis dann. Ciao. Tschüss.